looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't wanna slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I die letzten Tage genug rumgesessen. Da oben ist die Burg und da möchte ich jetzt hin. Dann schauen wir mal, ob ich das schaffe. So, jetzt will ich euch mal was zeigen. Hier geht es ja ziemlich steil runter. Kommt immer so auf dem Video nicht so ganz rüber, aber es geht sehr steil runter. Wenn solche kleinen Zäune oder Befestigungen gemacht sind, dann habe ich damit kein Problem. Dann kann ich laufen. Dann habe ich keine große Höhenangst. Ja, also habe ich Glück, dass es die Befestigung hier gibt. Kann ich nämlich weiterlaufen jetzt, Gott sei Dank. Sonst wäre hier Feierabend. Schluss mit lustig. So, also, ganzes Stück geschafft. Herrlicher Ausblick auf die Mosel. Wunderschönes Wetter zum Laufen, genau richtig. Braucht überhaupt nicht wärmer sein, einwandfrei. Und endlich mal ein bisschen
ja, körperlich aktiv gewesen. Die letzte Woche, die war echt anstrengend gewesen. Ey, man konnte wirklich nicht raus, nur mal ganz kurze Spaziergänge mit dem Hund. Oh, ich bin so froh, dass ich mich heute mal ein bisschen bewegen konnte und freue mich. Ich freue mich einfach, dass das Wetter jetzt schöner ist. War schon eine Herausforderung gewesen, muss man echt sagen. Aber jetzt ist schön und das genießen wir und jetzt geht's gleich weiter. Im Übrigen, wenn ihr euch fragt, wo Hundi ist, ich habe heute Nachmittag mal frei bekommen. Michael auch. Der hat jetzt die letzte Woche echt heftig gearbeitet, weil durch die aktuelle politische Lage hat er sehr, sehr viel zu tun und war sehr wenig eigentlich da gewesen. Und ja, der ist heute mit Hundi im Van geblieben, also in Peppino. Und die haben sich ein bisschen ausgeruht in der Zwischenzeit, wo ich jetzt hier hochlaufe und holen mich dann hier oben ab. Und alles ist gut. Also, Hundi geht's gut, Gott sei Dank. Und da sind wir auch sehr froh drüber. Also, es ist alles in Ordnung. So, wie versprochen, Michael hat mich abgeholt, so geht's auch. Da ist der Parkplatz, da ist die Burg. Man muss sich nicht quälen, wenn man nicht möchte. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Nochmal ein kleines, ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen, ein kleines Resümee von meiner Tour jetzt an der Mosel. Also es gab nicht so viel zu berichten. Meine Grevenburg-Tour war die einzige, die ich machen konnte. Das Wetter hat also wirklich überhaupt nicht mitgespielt. Wir haben noch nie am Stück so schlechtes Wetter gehabt wie dieses Mal. Es war wirklich also nicht schön. Kalt, Regen, brauche ich nicht zu erzählen, war überall so gewesen. Aber wenn du dann in einem relativ kleinen Mobil hockst mit Hund, das ist dann wirklich echt eine Herausforderung. Letzte Woche war der Hund richtig, also muss ich sagen, gestört. Also der war richtig ja, so wesensverändert, weil ich mit ihm nicht gehen konnte. Und wenn Deuten was braucht, dann ist das Gassigang. Aber es hat so geregnet und geschüttet, dass man einfach nicht raus konnte.
Naja, also wir haben es dann überstanden gehabt letzte Woche. Dann am Freitag habe ich gedacht, dann wird es endlich aufwärts gehen. Aber Pustekuchen war auch nicht dolle. Das Einzige war wirklich der Tag, wo ich auf der Burg war. Und ansonsten wurde es dann auch wieder etwas schlechter. Heute bin ich schon dreimal nass geworden, mit einem Hagelschauer gekommen. Aber jetzt scheint sich Nachmittag ein bisschen eingepegelt zu haben. Jetzt gehen wir gleich nochmal eine Runde. Ich befinde mich gerade in Zell. An der Mosel, kann jetzt zu dem Ort nicht viel sagen, weil wir in dem Ort nicht waren. Dolten ist kein Städtehund, mag er nicht in der Stadt laufen. Und wir sind aber vorhin hier an der Mosel lang gelaufen. Wenn ihr hier sein solltet, müsst ihr aufpassen, wenn ihr einen Hund habt, bitte an der Leine. Also nicht so rumlaufen lassen, hier heizen die Autos vorbei am Stellplatz, aber hallo. Und das ist gefährlich, also immer an der Leine, weil hier doch die Autos manchmal in einem rasanten Tempo vorbeisausen. Und dann kommt aber ein Stück weiter, wenn man stadteinwärts läuft, ein Fußweg und da ist dann alles gut. Und es scheint landschaftlich hier also sehr schön, also das heißt, es ist landschaftlich schön, das sieht man ja, aber es gibt dort sicherlich drüben in den Weinbergen sehr schöne Wanderwege und das ging leider heute überhaupt nicht, weil es immer wieder Schauer gab, wo es gehagelt hat und alles war einfach nicht möglich. Also ansonsten ist der Platz auch sehr schön gelegen, direkt an der Mosel, jetzt um die Jahreszeit natürlich auch nicht so überfüllt. Kostet, das kann ich euch noch gar nicht sagen, was er kostet, weiß ich noch gar nicht. Also auf jeden Fall, wenn das Video dann gemacht wird, schreibe ich euch das jetzt hier unten drunter, was er kostet. Und man fährt ja auch durch eine Schranke rein, zieht sich eine Karte, die muss man dann gut aufbewahren und dann am Ende geht man sie am Kassenautomat lösen. Und da gibt es dann auch noch eine kleine Imbissstube hier mit so, naja, Pommes, Schnitzel und Bockwurst oder Bratwurst, nichts für mich, also sozusagen. Aber wer das mag, das gibt es. Man kann da auch ein Bierchen trinken gehen und es gibt auch so ein Automat, Selbstbedienungsautomat mit Moselwein. Also kann man sich auch ein schönes Tröpfchen hier holen. Und der Platz ist auch gegenüberliegend noch. Also hier ist eine Seite, wo ich jetzt stehe und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es auch noch mal Plätze. Also ist recht groß und auch ordentlich. Also kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, keine Schotterplätze, sondern nur Wiesenplätze. Und das ist natürlich jetzt im Moment ein bisschen nicht so angebracht. Ne? Von der Brücke, die hier gerade unmittelbar ist, hört man nachts eigentlich nichts. Also es ist nur gerade im Moment eine Baustelle hier. Da bin ich heute früh um 7 wach geworden. Deswegen habe ich mich heute nochmal umgestellt, ein bisschen weiter weg. Aber ansonsten also hat man das nicht gehört. Auch sehr schön hier und Traben-Trarbach war auch sehr schön. Das ist mein Lieblingsplatz, Traben-Trarbach. Der Stellplatz ist super gut geführt. Es gibt Toiletten und Duschen und 2 Stück jeweils. Und es gibt eine sehr gute Fähr- und Entsorgestelle. Es gibt Müll, alles bestens. Automat macht man, löst man dann, wenn man reinfährt, geht die Schranke hoch und dann löst man am Automaten so lange, wie man bleiben möchte. Man kann jederzeit nachlösen und kann auch nachordern, also noch einen verlängernden Tag und das habe ich ja auch gemacht. Und was gut ist, also die Ankunftszeit ist auch die Abfahrtzeit, also es gilt immer 24 Stunden. Das finde ich sehr, sehr gut und sehr gerecht. Es hat mir sehr gut gefallen und der Platz in Traben-Trarbach, das ist so mein persönlicher Lieblingsplatz, also in Rissbach. Ne? Aber da muss man wirklich mittags anreisen, weil abends wird es dann schon oft, also wir haben das letztes Jahr erlebt, da waren wir ein bisschen später gewesen, ne? Und da hast du keine Chance mehr gehabt. Ne? Also abends, da mussten viele wieder fahren, also man muss wirklich mittags oder morgens anreisen und am Wochenende ist auch also sehr, sehr voll. Jetzt zu der Zeit war es nicht so voll, obwohl ich auch gestaunt habe bei dem schlechten Wetter, dass doch einiges los war. Ja, wir haben uns die Zeit halt irgendwie totgeschlagen sozusagen. Ne? Ich habe ein bisschen was gearbeitet und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es war schon also eine Herausforderung gewesen. Jetzt, gestern war ich nochmal in Kaiserslautern gewesen und zwar bei G&S, bei der Polsterei. Die haben sich ja auf Karthago spezialisiert. Ich wollte einfach nochmal nach einem Topper fürs Bett gucken, weil ich so Rückenprobleme habe. Es ist immer noch nicht optimal. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, jetzt habe ich lange keinen Sport gemacht, weil ich krank war.
Und das spielt auch eine große Rolle. Und das mit dem Topper, das war nichts. Die haben da nur so einen ganz weichen Topper gehabt. Das ging gar nicht. Weicher Topper auf weicher Matratze macht keinen Sinn. Und das war also nichts. Und auch für die Stuhlhosen, ich wollte auch wegen Stuhlhosen gucken, dass wir unsere Fahrersitze eben verkleiden. Aber das hat mir nicht gefallen. Weder die Farbe noch das Material. Es passt nicht identisch zu der Dinette. Und es wäre dann einfarbig gewesen. Das hätte überhaupt nicht zusammengepasst. Und also da hätte ich mir doch ein bisschen mehr Angebot gewünscht. Die war aber sehr, sehr freundlich, die Dame. Und dann saß ich da und habe gesehen, einen Campingstuhl mit einer Sitzauflage. Und dann denke ich, das sind doch die von Jens und Manu. Und oder sehen genauso aus. Und tatsächlich war es so. Ja, und habe ich mich da mal drauf gesetzt, habe das ausprobiert und fand die doch recht angenehm, muss ich sagen. Und auf jeden Fall, normalerweise vertreiben die da nicht, sondern haben die eben als zum Anschauen und hatten aber keine mehr da. Und dann sage ich, das ist aber schade, wenn sie jetzt welche da gehabt hätten, hätte ich jetzt gerade 2 Stück mitgenommen. Und dann ist er noch mal ins Lager gegangen und hat die Mitarbeiter gefragt und da war dann noch eine Tüte und da waren noch welche drin und da habe ich 2 Stück bekommen. Ich habe mich nur so wahnsinnig erschrocken, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, als die mit der Tüte ankamen. Die sind auch, wenn die zusammengerollt sind, sehr groß, weil die ja mit diesem Styropor gefüllt sind und noch alles ganz frisch und prall. Also das ist das schon eine größere Rolle. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich habe dann erst gedacht, ich kann die gar nicht nehmen, wo kriege ich die denn unter? Aber ich habe dann ein Plätzchen gefunden. Michael weiß noch nichts davon, weil ich wollte ihn überraschen. Und habe mir auch Gedanken gemacht, wie wir sie dauerhaft dann, wenn wir mal auch länger reisen, unterkriegen könnten. Ja, also dann macht mal gut, bleibt schön gesund. Ihr habt ja gesehen, wie man so schnell auf die Nase fliegen kann. Wir sind etwas älter schon jetzt langsam. Das sieht man nicht nur, sondern das merkt man auch. Und der Lack ist ab. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir gut polieren, damit wir noch wenigstens ein bisschen glänzen. Also bis bald. Tschüss. Das hat sich doch nochmal richtig gelohnt, dass ich heute geblieben bin. Ich bin echt froh. So ein herrlicher Tag. Der letzte Tag an der Mosel von den ganzen verregneten Tagen ist der schönste. Ja, Gott sei Dank hat man noch einen schönen Abschluss. Dann nimmt man das nicht so ganz negativ wahr, die Mosel, weil es war ja wirklich die letzten 2 Wochen. Aber dennoch umso schöner jetzt das herrliche Wetter heute genießen. Blauer Himmel, Sonnenschein. Alles gut und wunderschöner Ausblick von hier oben, vom Türmchen, von der Stadtmauer. Also ein ganz bezauberndes Städtchen, muss ich echt sagen, hätte ich gar nicht gedacht. Und sehr schön angelegt alles und kleine Lokale und kleine Geschäftchen. Also wirklich zauberhafter Ort. Bin froh, dass ich mir das angeguckt habe, muss ich ehrlich sagen. Also ist sehr zu empfehlen, Zell.
Und ja, ist auch gut zu Fuß erreichbar vom Stellplatz aus. Alles gut. Sehr schön. Ich freue mich, dass heute so ein schönes Wetter nochmal ist. Also, dann bis später.